Servus, wir haben im letzten Part gelernt, Tiere zu zähmen. Und das ist richtig toll, weil wir können jetzt die ganzen Tiere vor dem Verwelken schützen und retten. Und wir haben diesen jungen Herrn hier kennengelernt und der hat uns gesagt, wir können tatsächlich auch craften. Und das versuchen wir jetzt. Also hier, zum ersten Mal. Wir können Heilgebräu herstellen und Ausdauergetränk. Und dafür brauche ich die Pflanzen. Sehr schlau. Also ich kann das gleich zweimal herstellen. Cool. Oha. Jetzt habe ich 10 Stück. Da kann ich ruhig noch öfter von Klippen runterspringen. Aber da dieses Spiel, glaube ich, keine Autospeicherung hat, nee, hat das nicht, speichern wir das Ganze mal. Wir haben schon 9% Spielfortschritt, Storyfortschritt. Das ist sehr cool. Wir wollen ja hier in dem Let's Play hauptsächlich die Story durchspielen. Und dann gucken wir, dass wir möglichst viel Storyfortschritt auch machen. So, wir haben hier die Wesen, die wieder... Ah! Okay, das sind neue Wesen. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Die kenne ich noch nicht. Die attackieren mich hier. Okay. Und die müssen wir auch retten. Okay. Alles gut. Aua. Okay, die kleinen Dinger sind richtig süß, die da aus dem Boden rauskommen. Ich muss jetzt nur deren Lied lernen. Okay, nee, die mögen mich schon. Ach ja, weil ich sie ja von der Infizierung gerettet habe. Da mögen die mich automatisch. Da muss ich nicht deren Lied singen. Das ist irgendwie süß. So, kommt mal her. Und weg sind sie. Es sind aber noch 2 und ein Einhorn. 2 von diesen Butlern und ein Einhorn. Aber wo? Da? Habe ich die nicht gesehen? Oh. Nee, da scheint nichts zu sein. Ach doch! Hey, I'm doing this for you. Ja, ich tue es eigentlich für euch, aber ist okay. Ihr seid infiziert, ihr wisst nicht, was ihr tut. So. Das wird schon, das wird schon. Okay, die gehen jetzt automatisch mit, der nicht. So. Ich kenne das Lied einfach schon auswendig. Und jetzt kommen die alle mit. Sehr schön. Also den muss man teilweise auch ein bisschen suchen, tatsächlich. So, weg mit euch. Und der Roboter kann wieder gehen. Ciao! So süß, wie der wegläuft. Okay, wir haben 10 von 10 von den Einhörnern gerettet. Das sind wir tatsächlich schon durch, aber irgendeine Kreatur kennen wir noch nicht. Das wird spannend. Aber wir müssen jetzt sowieso mal hier hin, weil wir haben ihm erzählt, dass ich... Also ich kann ihm jetzt erzählen, dass ich es geschafft habe. Hier, ich habe was gebastelt. Wir brauchen es nicht und uns interessiert nur der Prozess. Behalte es. Hier, der Willkommenszweig für Honlos kleine Aufgabe. Ach was? Ihr Name überrascht mich immer wieder. Ich habe jetzt von ihm die Sache bekommen? Manche Namen schwelgen in der Vergangenheit, andere sorgen sich um die Zukunft. Aber wir lieben die Schnelligkeit, das Hier und Jetzt. Also los, beeil dich, Mensch! Wir wünschen dir nichts als Glück. Süß. Das ist ja mega cute. Okay, wir haben unseren ersten Zweig. Oha, was ist denn das hier? Das sieht gruselig aus. Den nächsten Zweig finden wir ganz woanders. Da müssen wir wieder zurück. Da hinten war eh nichts mehr, oder? Doch, eine Blume, aber die kann ich nicht heilen. Das geht nicht. Dafür ist mein Stab zu schwach. Ja. Auch wenn ich Fokus mache. Das bringt hier nichts. Auch wenn ich überlade. Alles zu schwach. Also immer an diesen Lagerfeuern. Okay, nicht an diesen, aber an diesen hellen. Kann ich was herstellen.
Gut zu wissen. Das könnte noch sehr hilfreich sein. Okay, let's go. Abkürzung wird genommen. Finde den südlichen Geschwisterbaum. Den werden wir schon finden. Da bin ich mir sicher. Es ist einfach alleine schon so schön, durch diese Welt zu laufen. Also, besser kann es nicht sein. Da kann ich richtig gut entspannen, wenn ich mir das hier ansehe. Es ist so... Oh nein! So schön. Außer wenn ich mir die Beine brich. Das wäre nicht so toll. Okay, ich glaube, ich muss da runter. Okay, ich folge mal den Weg. Hier kann ich eine Brücke machen. Okay. Aber gar nicht so leicht. Hier sind Tiere. Aber wo ist denn der Roboter? Ich sehe keinen Roboter. Kein Rettungsroboter. Nee. Die sind nicht überall vielleicht. Oh, da steht er doch. Geschwisterbaum der Antara-Dünen. Laro, Hallöchen. Guten Tag. Nimm den Willkommenszweig und geh. Oh, so schnell? Oh, okay. So weit ist es also gekommen, hä? Huh? Geht es dir gut? Du siehst aus, als wärst du verärgert. Schau dir diese Ruinen an, Mensch. Die Fehler der Vergangenheit verschmutzen unser Land. Und jetzt sollen wir auch noch... Ach, lass uns in Ruhe. Wenn dich etwas stört, sag es ruhig. Das hilft. Wie du willst. Ihr Menschen seid egoistisch und euch fehlt jede Weitsicht. Genau wie den Erbauern dieser Ruine. Und trotzdem... Vertraut dir Honlo die Zweige an. Honlo sieht die Ruinen der Vergangenheit nicht. Oder den Ruin, den du auf deinem Rücken trägst. Den Nafitar? Honlo sieht es nicht, will es nicht sehen. Aber wir sehen es. Es ist ohnehin ein sinnloses Unterfangen. Du wirst nie durch die Tore kommen. Nimm den Zweig und geh. Okay, warte mal. Ich kann bei ihm eine Quest machen? Kann ich denn gar nichts für dich tun? Du hast nichts, was wir wollen. Lass uns in Ruhe. Okay. Was meinst du damit, dass ich nicht durch die Tore komme? Hm, das siehst du dann. Verschwinde jetzt. Okay, die sagen nicht mehr. Alles klar. Dann brauche ich jetzt noch den letzten. Der ist da ganz drüben. Oha. Ja, da gehen wir mal hin. Zumindest versuche ich es mal. Das sind neue Kreaturen. Ich muss gleich mal ein Foto machen. Could you stand still and pose, please? Sie haben schon... Sie haben es gut gemacht. Das sind tolle Tiere. Aber attackieren mich auch. Ja, sorry. Calm down. Ich will ja nichts... Ich will euch nichts tun. Was ist mit den Rettungsrobotern? Kreaturen in der Nähe, Kreaturen in der Nähe. Ja. Wie sehen denn die Rettungsroboter aus? Hier auf der Karte. Kartenlegende. Hier. Nebenquests, neue Quest, Hauptquest, Teleporter, Lagerfeuer, Leuchtfeuer, Antares-Tür. Okay, keine Ahnung. Wir lassen uns überraschen. Okay, da ist wieder so eine Blume. Ah, da ist ein Rettungsroboter. Hast du eine Markierung? Ja, hast du. Alles klar. Okay, und du möchtest jetzt von mir 5 von den kleinen und 3 von den Flügelteilen. Alles klar. So, ihr Lieben. Ach, die sind infiziert. Die muss ich eh retten. Oh. Oh. Die attackieren mich ein bisschen. Da! Brauch dann gleich mal Heilung. Ja, ich tue es eigentlich wirklich für dich. So, und 3 von denen. Erzähl mal. Ja, hat gereicht. Sehr schön. So, ich spiele. Kommt alle mit. Kommt mit, kommt mit.
Aber süß, die Kreaturen. Ich mag die alle. Sie haben auch alle irgendwie unterschiedliche Funktionen. Wo ist denn der dritte? Da hat doch einer gefehlt. Was soll denn das? Muss ich die von da drüben holen? Die mich da attackiert haben? Nee, die kommen hier ja gar nicht rüber. Da unten liegt Heilung und... Ich glaube, da ist noch mehr. Warte, das muss ich mal kurz angucken. Das muss ich mal kurz erkunden. Also da hinten. Im Wasserfall, da sehe ich doch was. Da kann ich doch hin, oder? Das sieht so aus, als geht's hier rein. Nee, aber geht nicht. Okay. Das musste ich mal ganz kurz abchecken. Weil das sah wirklich so aus. Okay, ich habe eine neue Pflanze entdeckt. Durch das Wasser gehen ist ein bisschen anstrengend. So, Heilung, Blumen, sehr schön. So. Okay, mehr ist hier nicht. Aber ich höre hier Insekten. Kreaturen in der Nähe. Drei von denen und ein Vogel. Ja, da drüben sind ja welche. Die Vögel würden hier hingehen. Aber die anderen kommen nicht über die Brücke drüber, weil die kaputt ist. Hier unten? Oh nee. Da auch nicht. Dann muss hier oben noch was sein. Ach, da ist ja noch einer. Der ist nicht mitgekommen. Der hat mich irgendwie verpasst. Komm mal mit. Du hast ja eigentlich noch gefehlt, weil es steht ja drei von euch. Genau, nur mehr einer. Ach, so einfach wäre es gewesen. Bye, Roboter. Rette drei Huhu. Die heißen Huhu. Er will doch noch zwei und eins. Nee, das buggt doch. Da stand doch gerade nur eins, oder? Oder welche bereit sind zum Reisen. Aha. Okay, das muss ich noch lernen. Bin auch ein Noob. Aber ich brauche jetzt erstmal den Zweig. Hallo. Wach, der Mensch. Dein Bild sieht sehr schön aus. Wirklich? Wir malen viel. Es entspannt uns, glauben wir. Aber wir haben keine weiße Farbe mehr. Da drüben wächst ein Lindejahrblume. Wir mögen kein Wasser. Eine Sekunde. Ja, bitteschön, ich hab sie schon. Ihr Menschen seid gar nicht so schlimm. Malt ihr auch? Ich nicht, aber meine Freundin Tabitha hat früher oft gezeichnet. Sie ist richtig talentiert, aber in letzter Zeit hat sie damit aufgehört. Vielleicht fängt sie ja wieder an. Danke. Die weiße Essenz der Lindejahrblume hält eine ganze Weile. Damit verblassen unsere Geschichten an der Wand langsamer und wir werden in Erinnerung bleiben. Das ist irgendwie traurig. Hm, vielleicht. Wir finden es beruhigend. Hier, nimm das. Der Willkommenszweig? Danke. Es werden bald viele Dschungelnamen in Grasland reisen. Vielleicht sogar Meistermaler. Fuß A. Das ist nervenaufreibend, aber auch spannend. Also dann viel Glück, Mensch. Mach's gut. Süß. Guck mal, das hat er gemalt. Schön. Okay, hier ist eine Menschenbasis. Das ist interessant. Die gucke ich mir gleich mal an. Die Palia-Blume sammle ich auch. Wird vom anderen Ende aktiviert. Ah, von oben. Alles klar. Okay, ich habe das wissenschaftliche Refugium gefunden. Aber benötigt Strom. Hm. Hier komme ich nicht hoch. Doch. Nee, das ist sicher nicht der richtige Eingang. Nee. Breche mir gleich wieder meine Beine. Hier kommt man gar nicht leicht hoch. Nämlich gar nicht. Vielleicht nur von oben. Ah, da ist ein Fenster offen.
Da ist ein Fenster offen. Rucksacktasche. Du hast folgendes erhalten in Rucksacktasche. Sammle noch ein, um meine Rucksackgröße zu erhöhen. Ach, cool. Schön. Benötigt Strom. Na, ah, Mist. Okay, hat mir gar nichts gebracht, außer die Rucksacktasche zu finden. Ist da noch ein Fenster offen? Nee. Hm, da ist was kaputt. Da ist ein Fenster kaputt. Aber da komme ich ja auch nicht hoch. Außerdem schneide ich mich dann ja voll. Hm, da ist ja ein Kabel. Das führt dahin. Das benötigt auch Strom. Ich verfolge mal das Kabel. Das geht ja hier nach unten. Guck mal. Kann ich da runterhüpfen? Ins Wasser? Wir werden es rausfinden. Nein, kann ich nicht. Oh no, ich habe nicht gespeichert. Ich bin gerade halt so nicht gestorben. Das war mega knapp. Aber ich weiß jetzt, dass ich es nicht kann. Okay, das Kabel führt hier rüber. Irgendwas behindert das Kabel wahrscheinlich. Ja, ja, die Blume. Aber das ist eine, die... Kann ich die zerstören? Ja. Sehr gut. Okay. Dann haben wir hier den Generator. Und dann kann ich rein. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Das sieht gut aus. So, durchs Wasser geht es natürlich ein bisschen schleppend, aber ist ja in Real Life auch so. Raus hier. Ich hoffe, ich finde da was Cooles drin. Also, ich kann hier jetzt her teleportiert werden? Geht das? Also, das müssen ja dann so Teleport-Sachen sein. Teleportstellen. Muss ich gleich gucken, ob ich rüber teleportieren kann. Hier war ich ja schon. Aber ansonsten ist hier nichts. Öffnen. Gar nichts? Nicht mal ein Tagebuch? Außer ein Bett ist hier wirklich nichts. Ja, ich kann mich teleportieren. Ich kann auf dem Bett hüpfen. Ja! Hm, aber ansonsten ist ja wirklich nichts. Nichts, gar nichts. Vielleicht wird der Ort noch wichtig für irgendwas. Das ist hier jetzt einfach noch nicht gespawnt. Aber ich kann teleportieren. Und da komme ich auch zu meinem Baum hier zurück. Okay, ich habe einiges, was ich machen könnte. Ich könnte hier Strahl 1, der Basisstrahl absorbiert die Infektion jetzt schneller. Ich könnte aber auch hier Ushun 2, habe ich Ushun 1 schon? Ah ja, stimmt. Der Ushun-Zauber wirkt jetzt länger oder reduziert die Kosten für die Erforschung neuer Rezepte. Drücke zweimal die Ausweichtaste, um weit nach vorne zu rollen und Angriffe auszuweichen. Konzentration. Nee, Handwerksmeisterin? Nein. Ich glaube, ich werde das einfach machen. Weil ich glaube, dass der Stab jetzt mal besser wird, ist notwendig. So, der Strahl absorbiert die Infektion jetzt schneller. Ja, das ist gut. Auch bei den Tieren dann wahrscheinlich. So, ich will trotzdem teleportieren. Und zwar muss ich ja hier hin. Und ich kann mich hier teleportieren lassen. Das ist gut. Das ist gut. Teleportation ist toll. Das dauert dann wesentlich... Also nicht mehr so lange. Geht wesentlich schneller. Einmal runter bitte, ohne die Füße zu brechen. Dankeschön. Und let's go. Wir müssen jetzt die Zweige... zu dem Nesthäkchen bringen, wie er es so schön nannte. Zu Obon. Also eigentlich sollte das ein Kind sein. Ich denke mir zumindest, es sollte ein Kind sein. Aber ob es das wirklich ist, werden wir jetzt gleich erfahren. Das Nesthäkchen. Wartet mal. Hier ist Nimar. Das ist nicht Obon. Ich muss hier hoch. Hier ist Obon. Okay. Sieht aber auch nicht wie ein Kind aus. Vielleicht meint er wirklich Nesthäkchen.
Sieht erwachsen aus. Du bist Obon, stimmt's? Ja, Mensch, oh wow, okay, ganz ruhig, Obon. Denk an deine Aufgabe, es ist nur ein Mensch. Und der Mensch heißt Vic. 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 Fast richtig. Hallo, meinte, ich sollte die Zweige hier geben. Okay, danke. Also, was hat Nesthüter Hondo nochmal gesagt? Die Ohol werden die Willkommenszweige in die anderen Dörfer tragen. Die Namen werden unsere Botschaft im Wortlied der Ohol vernehmen. Und warte mal, die Namen können mit den Ohol sprechen? Na klar, es ist nur das Wortlied. Stimmt, ja, die Namen und ihr Sprachtalent. Ohol sind sehr zuverlässige Boten. Sie erinnern mich an Liebesvögel. Liebesvögel? Ein Papageienart auf der Erde. Sie paaren sich auf Lebenszeit wie kleine Ehepaare. Total süß. Sie bilden Paare, aber wieso? Naja, du weißt schon, wegen der Romantik und so. Bei euch Namen gibt es doch Romantik, oder? Romantik? Ja, natürlich. Wir verstehen, glauben wir. Die Aufgabe. Komm, lass uns den Ohol die Zweige geben. Nesthüter Honlo verlässt sich auf uns. Süß. Okay, die tragen das jetzt raus in die Welt. Strong legs. Strong legs, come here. Strong legs. I better go. Nice to meet you. Bye bye. Okay, also Nama möchte uns sprechen. Oh, ist voll schön hier. Wow. Neuen Ort entdeckt. Ja. Ich muss hier wieder runter. Wo geht's nochmal runter? Bin ich denn hochgekommen? Okay, da unten sind Infizierte und auch ein Rettungsroboter. Aber wie bin ich denn? Ach, da ist die Treppe. Ich bin blind. So, Nama, was los? Du hast mich gerufen? Starkbein, erinnerst du dich an den weißen Stein, den wir neulich in den Ruinen gefunden haben? Der Monolith mit dem zerbrochenen Mosaik? Was ist damit? Ich hab dir ja gesagt, dass es noch mehr davon gibt, aber ich wusste nicht, dass einer hier im Grasland steht. Cool, den solltest du dir ansehen. Das ist bestimmt ein wertvoller archäologischer Fund. Ich komme aber nicht ran, solange die Welkeblüte noch da ist. Verstehe das bitte nicht falsch, aber ich habe noch einiges zu tun. Du weißt schon, Kreaturen retten und so. Willst du denn nicht sehen, wozu der Nafitar fähig ist? Du meinst, der Weißstein verleiht dem Nafitar eine neue Fähigkeit? Ja, genau wie beim letzten Mal. Dieser alte Stock hat sich als ziemlich nützlich erwiesen. Na gut, wo ist der Weißstein? Juhu, zeig mir deine Karte, dann zeichne ich es dir ein. Schick mir eine Hohl, wenn der Weg frei ist. Ich, Mensch, ich nicht sprechen Wortlied, Nima. Oh, stimmt ja. Hier, nimm dieses Funkgerät. Weißt du, wie man das benutzt? Man drückt es hier auf den Knopf und dann schreit man Codewörter rein. Bravo, Charlie. Roger, 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 Roger. Du bist ein Profi. Ich ruf dich an, wenn die Weißsteinkammer frei ist. Ach, die Leute sind hier so süß. Ich finde das niedlich. Also, wir questen hier halt die ganze Zeit. Das ist die Story, aber ist ja nichts Neues. Aber ich finde es schön, in so einer schönen Welt zu questen und auch die Tiere zu retten. Es ist voll die schöne Story. Ich mag das sehr. Okay, ich muss da ganz rüber. Alles klar. Und überall, wo diese Roboter stehen, muss ich, glaube ich, hin. Dann kann ich ja gleich mal hier eine Abzweigung machen. Also ich gehe mal in die Richtung. Ich kann da mal eine Abzweigung machen, um die zu retten. Oh, ist das auch ein Rettungsroboter? Ach stimmt, guck mal. Was will der? 8 von den Einhörnern. Ja, aber nee. Nee, ich muss ja nicht alle machen. Ich muss nur das, was hier steht, machen. Also jetzt noch 4 von den Butlern. Nee, 1 von den Butlern, 4 von den Vögeln und so. Ich muss ja nicht alle einsammeln. Deswegen mache ich das auch nicht. Muss die Straße entlang. Also ich mache das, was ich muss, um eben die Story zu verfolgen. Okay, das ist ja auch ein Generator. Kann ich den aktivieren? Bestimmt. Dann kann ich hier auch hin teleportieren. Cool. Vom anderen Ende aktiviert. Von da oben. Naja. Ja, das ist gut, dass es dann so Abkürzungen gibt, die mir das dann erleichtern, hin und her zu kommen. Ohne mir die Beine zu brechen. Natürlich.
Oh, ich hätte da vorne schon abbiegen müssen. Typisch ich. Also euch muss ich ja noch retten, aber ich weiß nicht, wo der steht, dieser eine Ding auf dem da drauf. Kreaturen in der Nähe. Auf dem da drauf. Ach, das muss ich aber eigentlich machen. So. Nicht? Nee, er mag nicht. Noch immer nicht? Okay. So, jetzt aber. Ich muss die Pausen wirklich richtig machen. Nee. Nee. Sorry. Jetzt aber. Kommt mit. So, euch muss ich auch noch das Lied singen. Fertig. Kommt mit. Sind alle da? Ja. Schön, wenn alle da sind. Oh nein, die blöde Blume. Okay, Leute, bleibt mal kurz hier, wartet. Oh, ich kann den Vogel streicheln? Wie süß! Oh, ich liebe alles daran. Okay, ich muss hier irgendwie anders hinkommen. Aber wie? Hier hoch? Okay, da ist auch eine Brücke. Die könnte ich freischalten. Aber nur mit Hilfe von einer Kreatur. Und zwar am besten einen Vogel. Wo sind denn die jetzt? Okay. Also, mal gucken, was ihr könnt. Mal gucken, was die können. Hier. Oh. Nee. Kann ich denn mit dir tiefer fliegen? Geht das? Kann ich irgendwie tiefer? Also ich weiß nicht, ob der das kann. Okay, kann nicht angehoben oder zurückgestoßen werden. Kann Seile durchtrennen, um Brücken herabzulassen. Also doch. Aber wie komme ich runter? Ich muss ja weiter runter. Mit ihm. Er kann nicht runter. Warum nicht? Das muss doch funktionieren. Ah, jetzt. Okay, das war wirklich ein bisschen zu hoch. Aber ich konnte auch irgendwie nicht runterfliegen. Keine Ahnung, warum. So, dann kommt mal mit. Wir müssen wieder hier rüber. Sorry, Leute. Hätte ich auch wissen müssen. So. Also die Brücke ist ja jetzt da. So. Dann machen wir das kaputt. Und hier müsste der Roboter drunter sein. Ja, guckt mal. So, dann kommt mal alle her. Die kommen da nicht rüber? Nee. Die kommen nur über die Brücke. Ach, das ist doch nicht ernst. Also, was ist das denn für ein Fail? So, jetzt holen wir die auch noch mit, wenn die schon da sind. Das
So. Muss ich wieder rüber. Ich dachte, ich könnte die gleich über die Brücke mitnehmen. Aber ja gut. Nein, geht nicht. Seid ihr alle da? Ja. Die Armen folgen mir hier überall hin. Voll sad. Jetzt dachte ich, ich komme nicht über die Brücke. Das wäre jetzt echt komisch gewesen. Kommt ihr rüber? Leute? Ja, euch hapert es da auch ein bisschen, da rüber zu kommen, oder? Kreaturen zum Senden. Ja gut, dann die 5 einfach. Ja, die gehen eh mit. Gut. Gut, dass das wenigstens klappt. Okay, dann habe ich 8 von 8 von denen. Dann fehlt mir noch ein Butler, 3 Einhörner. Ah, nee, 3 von den Kleinen und 5 von den Pinken. Kreaturen. Sehr schön, das wird schon. Oh, bitte nicht das Bein brechen. Danke. Nein! Ich komme hier nicht raus. Doch, komme ich. Hier komme ich raus. Schön. Oder auch nicht? Doch. So, dann gehen wir jetzt mal zu unserer eigentlichen Quest hier. Das wär's doch. Wir sollen nämlich den verlorenen Tempel finden. Das mal zerstören. Und hier drin ist eine Blume, die nehme ich mit. So. Dann gucken wir mal. Ah, das ist wieder eine Abkürzung. Interessant. Und um hier reinzukommen... Oh mein Gott, ich muss hier rein? Hier durch? Spannend, spannend, Leute. Das werden wir im nächsten Part erkunden und dann den verlorenen Tempel finden. Ich freue mich drauf. Schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt Creatures of Ava. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. In der Endcutscene sind auch noch weitere Videos verlinkt. Guckt euch die gerne, gerne an. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss!